So fucking laut. Jo, ich habe mir. Ich weiß nicht, ob ich das eine heute schon trinke. Aber ich habe mir ja jetzt vor. War es eine Woche? Ich glaube, vor einer Woche. Ich habe hier einen wunderbaren Laden gefunden, wo ich jetzt Energy kaufen kann. Damit erstens Frucht ist, was ich mehr machen muss. Und zweitens, ich Energy auf Vorrat habe. Das heißt, ich habe einmal hier mein ganz normalen Rockstar. Und ich habe mir meinen anderen bestellt. Aber eigentlich tatsächlich nur wegen dem Namen. Und zwar. Ich weiß aber nicht, ob ich es heute trinke. Es könnte sein, dass ich es heute trinke. Spice Cat. Space Cat, nicht Spice Cat. Da. Space Cat. Ist eigentlich recht cool. Ich weiß halt nur nicht, wie es schmeckt. Marshmallow und Beeren. Es klingt eklig. Aber ich weiß nicht, wie ich mich kenne, wird es mir sogar schmecken. Ich weiß es nur noch nicht. Ich weiß noch nicht, ob ich es heute trinke. Ah, ja, das auch, das auch. So, hier ist eine wunderschöne Charakter. Nee, wir wollen spielen. Wir sitzen ja immer noch in der. Na, Vorgeplänke ist das nicht mehr, auf der Tutorial-Insel, sag ich mal. So, ich pack beide Dinger jetzt mal auf diese Seite. Damit nichts dieses Kabel berührt. Es ist etwas frustrierend, aber passt schon. Der fast so abgefällt wie ein Astronaut. Ja. Im Schaukasten verfügbar. Kapitel-Upgrade. Ja, hab ich ja. Ich habe ja ein Kapitel-Upgrade. Weiße Zickzäntchen. Rüstung für Iskramos Aufstieg. Okay. Ja! Warum ist das so süß? Okay. Inneres Mantra, kein Geld ausgeben. Kein Geld ausgeben, kein Geld ausgeben. Inneres Mantra, wir geben kein Geld aus. Ich glaube, so viele Punkte habe ich nämlich nicht mehr. Wir kaufen kein Greifen, Junges. Wir kaufen. Nein, ich habe nur 50. Was soll das denn? Kein Greifen, Junges, kaufen. Wir kaufen kein Greifen, Junges. Benachrichtigung. Tägliche Belohnung. Was haben wir denn? Hohen Schriftrollen des Lernens. Gibt es diesen Monat irgendwas? Korkenknaller. Aber nur noch 3 Tage. Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber ich darf nicht. Ich muss mich zurückhalten. Was ist. Hä? Was sind denn Siegel der Bestrebung im Besitz? Was ist das? Was ist das? Angebote für ESO Plus. Ja. 3 Tage verbleibend. Oh, das ist mies. Das ist so mies. Oh, Blutquellsäntje. Oh, den hätte ich auch gern. Gott, ich darf mir das nicht angucken. Warum tue ich das? Oh, gratis. Aber die habe ich, glaube ich, schon. Siegel der Bestrebung. Ich wollte wissen, was Siegel der Bestrebung ist und ich krieg's weg. Bin ich blöd? Ja. Damit kann ich mir. Bestrebung. Ach, das ist für Dailies dann. Für Tag, für Tag, für Dailies und Weeklies. Okay, ich werde dazu genötigt, ESO öfter zu spielen. Alles klar. Alles klar. Okay. Alles klar. Ja, ne? Passt schon. Passt schon. Es dauert ein bisschen. Ich bin bald so weit. Was gibt's denn? Oh, Senchlöwe. Aber wie lange soll ich denn dafür sparen? Ich habe gerade mein 70. Wieso hat der Tag nur 24 Stunden? Ja, ich frag mich das auch. Apex-Belohnung. Wie geil sind die denn? Wie geil sind die denn?
Legendär. Ach du Scheiße. Okay, Frischus, du siehst mich nie wieder. Ich habe kein Leben mehr. Ich weiß, ich habe da gerade was übersprungen. Ja, Kniegelum. Tarnbär. Interia könnte behalten. Episch. Ja. Ist das süß. Rot bis Ringbeutler. Das sieht so aus wie so eine Mischung aus roter Panda und Marder. Nee, nicht Marder, sondern wie heißt das andere? Vielfraß oder was das war? Nee, Vielfraß ist es glaube ich auch nicht. 160. Farbe. Ja, und Tränke, das ist langweilig. Shop. Gut, neue Häuser, das ist ja klar. Farben. Reittier, Höhlenbär. Showkasten. Ja, ja. Upgrades. Himmelsscherben. Quests. Und Paket Prolog. Also das sind die ganzen Prolog-Quests, aber die mache ich dann nacheinander. Die mache ich dann nacheinander. Wohnkisten. Sind für 3. Ja, ich habe ja gerade mal maximal 7. Diese Plus, tägliche Belohnung, Geschenke. Okay, hier habe ich nichts. Aber Nachrichten. Vorbestellerbonus. Als Dankeschön, dass ihr The Elder Scrolls Online Teil Alvorab gekauft habt, wurden euch die folgenden Boni gewährt. Kleidung des abgegebenen Freibeuters, Welpe der Ritter der Flamme, 3 Hochinsel-Schatzkarten, eine Kronkiste der finsteren Rittertum, 2 Kronschriftrollen. Anhänge nehmen. Digitale Inhalte der Collectors Edition. Collectors am Minus. Unmog als Reittier. Balifera Sendchen Nummer als Begleiter. Das Intrigen. Fehlen als Dienst im Gast als Aktion. Sitz der Elite als Aktion. Und Tourstil. Okay. Das heißt, Upgrades. Habe ich einmal das hier. Durch vollständigen Zugriff auf die 7 Sammlerstücke. Okay. Aussehen. Kostüme. Das hier hätte ich einmal. Ja gut, sieht sogar gar nicht mal so hässlich aus. Andenken. Durch Kauf und die Wände halten. Reittiere, Hirsch. Ja, ich hab ihn. Ich hab meinen ersten Hirsch. Ich weiß gerade den Shortcut für Reittiere nicht mehr. Den habe ich. Der leuchtet, ja. Ja! Ich finde es immer so geil, wenn man einfach mal 2 Reittiere kriegt. Also ich finde, der Vorbesteller bei... Also Vorbesteller und Collector sind das lohnt sich bei ESO immer irgendwie. Aber er ist auch nur fast so cool wie eine Katze. Ja. Und auch nur fast so cool wie eine Katze. Welches war denn das? War das Ü? Nee. War das Ö? Nee. War das U? U war's. Okay. Friedliche Begleiter. Ich hab eine neue Katze. Ich hab eine neue Katze. Oh, mein Herz. Einheimisch. Und ein Welpen. Wenn er mal erscheinen würde. Da ist er. Okay, der Welpe ist jetzt nicht so mein Favorit. Und Aktionen. F zuweisen. Das ist doch kein Welpe mehr. Nee, irgendwie nicht. Elite.
Jawohl. Sammlung? Soziales? Und welche Abkürzung wäre das denn? Elite-Seed. Da. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich das benutze, ne? Ach, du grüne Neune. Ich frage mich, wo habe ich denn jetzt den Stuhl her? Okay. Okay. Fächeln. Fledermaus beschwören. Pfeil ins Knie. Brüllig. Magie. würzige Suppe. Waffen anbieten. Okay. Erzählungen. Ja. Habe ich. Nehme ich aber die Quest doch nicht für an. Boah, ich muss mich ja doch überall durcharbeiten, ne? Durch die ganzen Sachen und Tourstile. Okay. Achso, und eine Truhe habe ich ja noch, ne? Seid gegrüßt, meine gute Freundin. Einmal öffnen, bitte. Harry ist bestimmt irgendwo in der Nähe. Bestimmt. Sehr ansehnlich. Juhu, neuen Begleiter. Gift. Gift. Ganz hervorragend. Stilkapitel. Kronhandwerksstil 66. Der Silbermorgen. Jo, hallo. Hallo. Bis zum Hallo. nächsten Mal. Hi. Ja, geil. Gleich drei Begleiter. Besser kann's nicht laufen. Juhu, Ryan macht mich fruchtbar. Ryan macht mich fruchtbar. Okay, ich will aber den Montier. Es geht gleich voran. Ich will nur diesen Monturstil nicht haben. Ich würde gerne aussehen. Kostüme. Das einmal bitte weg. Ich hätte gerne erstmal meine normale Rüstung. Jo! Ja, hier beim Anfang waren wir ja beim letzten Mal stehen geblieben. Wir haben hier ein bisschen was gemacht. Hier ein bisschen und wir haben die Soldaten hier gerettet, wenn ich mich recht entsinne. Kennen wir noch irgendwas anderes? Nee. Klingt wie so ein. Klingt wie ein Dinosaurier, so ein bisschen. Wie sieht's mit den Quests aus? Antiquitäten und das? Ja. Was habe ich denn eigentlich schon für Errungenschaften? 35 erst. Ranglisten. Das tauche ich doch gar nicht drin auf. Okay. Folianten. Jetzt Sturm im Horizont. Der ist bestimmt auch so alt wie ein Dinosaurier. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Wir kümmern uns erstmal darum. Jo. Wunderbar. Poliant. Poliant. Aber hier ist noch irgendwo eine Notiz scheinbar. Eine Notiz. Ein junger Khajiit ist letzte Nacht ins Lager gekommen und meinte, er würde nach Hazak suchen. Wenn jemand fragt, wo ich bin, ich schleife diesen Namen gerade in Hazaks Loch. Er wird dem Chef vorgeführt, bevor sein Kopf und Körper getrennte Wege gehen. Wir haben Altmeri am Strand entdeckt. Und falls er mich braucht, dann schickt einen Läufer hinter den Hügel über Hazaks Loch. Geht außen herum zu den Docks beim Eingang. Okay. Dann kümmern wir uns doch erstmal um Hazaks Loch. Ja. Findet Hazaks Loch. Hier ist aber erstmal. Ah ja, die Stadt ist hier. Huch.
Zeit. Wie höre ich auf, mich zu ducken? So. Okay. Dann gehen wir erstmal hier in die Stadt rein. Hier wollte ich eigentlich ja später hin, aber passt schon. Ich versuche. Also ich versuche es wirklich. Ich kann es nicht versprechen. Dass ich die Gebiete immer auf 100% kriege. Ich weiß aber nicht, ob ich es schaffe, beziehungsweise ob ich die Geduld dafür haben werde. Bin ich gerade blöd? Ja, bin ich. Das Ding ist hier. Oder? Ja. Okay. Mit 100% meine ich, dass ich den Kartenfortschritt hochkriege. Könnte manchmal ein bisschen schwierig werden, weil mir für vieles wahrscheinlich in der Gruppe fehlen wird. Aber wir gucken einfach mal. Mehr als probieren können wir es nicht. Aber in den meisten Gebieten sitzen wir sowieso erst mal 3 Jahre da. Weil dann spare ich mir das Ganze hier nochmal für YouTube extra aufzunehmen. Ne, dann kann ich das einfach direkt... Ich hatte oben was vergessen. Ach, da oben ist Hasaks Loch erst. Ah, nee. Nee. Dann vergesse ich das eine Gebiet da hinten. Nee, dann machen wir Hasaks Loch noch nicht. Wäre ja auch gut, wenn ich vielleicht endlich mal mit dem Spiel so halbwegs klarkommen würde. Weil die Story finde ich immer noch wunderbar. Finde ich richtig geil. Glaubt ihre Lügen nicht. Was? Wer glaubt was wem nicht? Ich habe nur bis jetzt immer noch keine Klasse gefunden, die ich besonders gerne spiele. Deswegen mal gucken. Silat. Obschon es bewusst ist, dass die abseits gelegenen Bauernhöfe während des Sturms beschädigt wurden, müssen wir euch leider mitteilen, dass wir nicht bei den Reparaturarbeiten helfen können, bis wir unseren eigenen Wiederaufbauarbeiten abgeschlossen haben. Viele Gelände entlang des Katzenaugenkais, darunter auch Kaianlagen und andere wichtige Hafengebäude, wurden durch den Sturm beschädigt und bedürfen erheblicher Wiederaufbauarbeiten. Unsere Architekten schätzen, dass es mindestens 1 Monat lang dauern wird, bis die Arbeiten begonnen werden können. Und dann 2 weitere, bis sie abgeschlossen sind. Darüber hinaus hat die Wache von Mistral ohnehin schon keine Kapazitäten mehr, weil so viele Flüchtlinge des Dominions vom Wrack der Goldflotte ankommen. Sobald der Katzenaugenkeil wieder aufgebaut wurde, werden wir versuchen, euch jede nötige Hilfe zukommen zu lassen. Danke für eure Geduld, während wir uns um diese Krise kümmern. Büro des der Botschaftskanzlei von Mistral. Und ich werde angegriffen. Hi. So. Ja, der gute Kerl hat nicht überlebt. Wie es aussieht. Runestein. Plantage. War das da, wo diese eine Quest begann? Oder ist sie noch ein bisschen weiter? Ne, da oben müsste die eine Quest beginnen. Wenn ihr dem Dominion beitretet, geht es nicht darum, was ihr verliert. Was tut ihr da, Ravnas? Ich höre euren Schmerz. Die Windfängerplantage hängt vom großen Baum ab. Dennoch wird er vor meinen Augen krank. Unsere Schicksale sind wie die Blätter an seinen Ästen. Was stimmt nicht mit dem großen Baum? Seht ihr diesen seltsamen Gifthauch? Er hat sich nach dem Orkan wie eine Krankheit über den großen Baum gelegt. Ich habe getan, was ich konnte. Doch ich befürchte, es war nicht genug. Gibt es etwas, das ich tun könnte? Es gibt eine Höhle direkt unter uns. Ich habe einen Geist dorthin gerufen, um die Wurzeln des großen Baums zu heilen. Aber er ist nicht zurückgekommen. Würdet ihr nachschauen, was den Geist an seiner Rückkehr hindert? Und ihm helfen, wenn ihr könnt?
Ich werde dem Geist helfen, wenn ich kann. Ich kann die Frustration des Geistes spüren. Er will dem großen Baum helfen, aber etwas hält ihn ab. Wie kann ich dem Geist helfen? Der Geist ist alt und mächtig. Er trachtet danach, sich von Wurzel zu bewegen und dem Baum zu helfen, wo immer er nur kann. Aber er ist ein heilender Geist mit dieser einen Bestimmung. Er weiß nicht, wie man sich selbst verteidigt. Ist der Geist in Gefahr? Ich bin unsicher. Wenn dem so ist, muss der Geist vor jeglichem Schaden beschützt werden, während er die Wurzeln des großen Baums heilt. Er weiß, was zu tun ist. Warum ist der große Baum so wichtig? Der große Baum beschützt die Windfängerplantage vor den Winterwinden. Und in der Hitze des Sommers spendet er unserer Siedlung Schatten. Seine Geschichte ist mit der unseren verflochten. Aber wie unterscheidet er sich von anderen Bäumen? Als die Windgöttin Kenati zum ersten Mal über die Himmel zog, wurde sie, den Legenden zufolge, müde und hat sich auf den Zweigen eines kleinen Schößlings ausgeruht, ehe sie ihre Reise wieder aufnahm. Dieser Schößling wurde zum großen Baum und gab der Windfängerplantage seinen Namen. Okay. Da ist eine Himmelscherbe. Jetzt den Fluss baue ich ja mal ab. Hallo, Mappa. Wie geht es dir? Aua. Ich weiß übrigens noch nicht, wie lange ich heute was spiele. Das sei nur schon mal nur dazu gesagt. Ich wollte eigentlich 4-4 machen. Aber dann wären es halt nur 8 Stunden, ne? Deswegen, gucken. Ich weiß noch nicht genau, wie lange wir jetzt hier ESO spielen und wie lange wir nachher Final spielen. Nachher gibt es auf jeden Fall Roberto. Das kann ich schon mal sagen. Ich würde den Kristallturm fertig kriegen. Ich war mehr als 10 Jahre Quarma-Meister. Ich scheue mich nicht zuzugeben, wenn ich bis zum Hals in der Scheiße stecke und könnte gut eine Hand gebrauchen, um wieder rauszukommen. Wo liegt denn das Problem? Habt ihr schon mal versucht, ein Schiff durch einen Orkan zu lotsen, während eure ganze Ladung Quarma-Eier anfängt zu schlüpfen und durchdreht? Ich schon. Ich kann es nicht empfehlen. Nach unserem Schiffbruch sind sie schnurstracks zu dieser Höhle. Ich bin ihnen hinterher, aber sie sind etwas verstört. Verstört? Was meint ihr mit verstört? Nach dem Schlüpfen sind sie immer etwas mürrisch, aber diese Quarma sind richtig ungesellig. Ich wollte sie daran hindern, an diesen riesigen Wurzeln zu nagen. Da hatten sie etwas dagegen. Auf dem Weg hinaus stieß ich dann mit so einem hübschen Baum zusammen. Ich dachte schon, es wäre aus mit mir, aber er ist weitergegangen. Okay. Das muss der Geist sein. Der versucht, die Wurzeln zu heilen. Ah? Die Quarma hat das nicht weiter gestört. Ich habe sie daran herumkauen gehört, genau wie an diesen Wurzeln. Die Kleinen scheinen davon Angst zu haben. Sorry. Falls ihr dem hübschen Baumstamm bei dem helfen könntet, was auch immer er tun muss, dann wette ich, dass sie wieder hierher zurückkommen. Jetzt Durchwachsung selbst. Mir geht's aber halt super. Etwas K.O. von gestern noch. Aber sonst soweit. Ich kann mich nicht beklagen. Und die Große? Wenn sie nicht mehr diese riesigen Wurzeln fressen würden, würden sie vielleicht wieder zahmer. Nee. Aber ich nehme es euch nicht übel, wenn ihr ein paar von ihnen töten müsst, um den Rest zu retten. Seid bloß vorsichtig, ja? Nichts ist wilder als ein verrückter Quarma. Nicht einmal meine Schwägerin. Jetzt gerade mal. Ah ja, doch. Passt. Muss das mir mal hier so hinziehen. Das, was ich eigentlich eben machen wollte. Okay, dann gib ihm. So. Ja. Geht das, wenn ich das so mache? Nee. Muss ich auch mal kurz eine Einstellung ändern. So. Darüber. Darüber. Das? Das. Jo. Das ist schön, das freut mich. Ja.
Nee, soweit alles gut. Danke. Ah ja, okay. Das ist das. Muss ich die angreifen? Wahrscheinlich, ne? Aua. Da bin ich zu spät zur Seite gerannt. Ah ja, nur die Kleinen brauchen wir nicht. Das war die Heilung. Gute Beinkleid. Gute Beinkleid brauche ich, glaube ich, nicht. Aber ich weiß gar nicht, was wollten wir gehen? Auf schwere Rüstung? Ich glaube auf schwere. Ich will einmal kurz gucken. Habe ich mittel, leicht, mittel, schwer. Okay, ja. Wir haben zumindest eine schwere Sache. Jack Steel. Ich weiß, ihr müsst eigentlich weitergehen, ne? Geht das, lese ich nicht vor, das geht nur um die Handwerksstile. Aber das brauche ich nicht vorlesen. Das ist nur, damit wir das ganze Zeug herstellen können. Und ich glaube sogar benutzen. Neues Buch entdeckt. R. Weißt du, wie mein Antivirenprogramm denn jetzt? Lass mich. Kein Interesse. Kein Interesse daran. So. Ich komme. Ich komme. Nein. Ich hab doch gedrückt. Okay, ich hab schon mal nicht gedrückt. Eisenerz. Ja. Lauft, meine Kleinen, lauft! Ich bin ein Sammlerneuling. So, denn nur ein Neuling. Nee, da sehe ich die Errungenschaften nicht. Sammlung, war das hier? Die Set-Gegenstände. Nein, da war es eben. Rang dessen Errungenschaften da. Sammlerneuling. Sammelt 10 mal beliebige Handwerksmaterialien. Okay. So, Litus Nelda ist auch weg. Den können wir wieder mit der Weberin reden. Na ja, toll. Kann hier nie reiten. Komm rein. Du gehst ja doch noch. In ESO tatsächlich. In ESO sammle ich tatsächlich recht viel. Was meistens eigentlich der Grund ist, weswegen ich in ESO auch ein Abo habe. Zumindest wenn ich es aktiv spiele. Zurzeit lohnt es sich halt für mich noch nicht. Es sei denn, wir spielen es halt wirklich wieder häufig im Stream. Weil man kriegt ja, wenn man ja so ein Abo hat, dann hat man ja unendlich viel Platz für die ganzen Sammlersachen. Wenn ich mir das hier angucke, 41 von 60. Das ist gerade schon wieder so ein bisschen... Meh. Der Gifthauch hat sich gelüftet. Ich spüre, wie ein neues Kapitel für den großen Baum beginnt. Obwohl die Kreaturen sich an seinen Wurzeln satt gefressen haben, war das nur ein vorübergehender Instinkt. Man kann ihnen beibringen, den großen Baum zu stärken.
Ich sag mal so, Sammler und Crafter kann man sich hier drin eigentlich nur leisten, das zu machen, wenn man Platz im Inventar hat. Mit 60 Inventarplatz funktioniert das nicht. Leider. Seid ihr sicher, dass die Quama dem großen Baum nicht schaden werden? Die Quama werden bald lernen, die Höhle als ihr Nest und den Geist als ihre Königin anzusehen. Gemeinsam werden sie die Höhle vor allen Eindringlingen beschützen, die dem großen Baum schaden wollen. Eine neue Geschichte kann jedes Geschöpf verängstigen, bis es seine Rolle in ihr verstanden hat. Quest abschließen. Mal gucken, wenn ich vielleicht wieder mehr Bock drauf habe. Ich habe jetzt ja gerade, zumindest WoW habe ich gerade erstmal kurzzeitig pausiert. Ich glaube, da wäre heute eigentlich das Abo fertig, aber habe ich gelassen. Und Lotro wiederholt sich ja sowieso nicht. Da habe ich ja kein Dauerabo. Das geht ja nach einem Monat sofort wieder weg. Also ja. Mal gucken. Wenn ich wieder mehr Lust auf ESO, also noch mehr Lust auf ESO kriege, überlege ich mir das vielleicht nochmal. Da ist das Ding irgendwo. Nee, ich will nur den Ort entdecken. Super. Ein Ort fehlt noch. Ich krieg dann eine Farbe. Wenn ich den Ort hab. Erzählstangen. Ich wollte ja Wochenende runter. Anstrengend. Anstrengend, aber schön. Konnt ihr endlich mal wieder was mit der Nie. Und gestern waren wir ja auf einem, ja, so einem Mittelalter-Festival. War ganz cool. Wir hatten zwar eigentlich ein Wochenendticket. Dafür hat sich es aber jetzt nicht so gelohnt. Vor allem, ich habe ewig nach meinem Bäckerstand gesucht. Ich lieb ja so, ne, selbstgebackenes Brot und so weiter. Auf diesen ganzen Mittelalterfesten. Ich weiß nicht, wie lange wir nach diesem Laden da gesucht haben. Aber ich bin dann ohne was zu essen da weg. Ich glaube, Frühstück hatte da so einen komischen Fisch. Und ich habe dann echt Schauzer gegessen. Aber war ganz cool. Auch die Musik und alles. So eine kleine Zauberershow gab es auch. Weil wir da eigentlich eher die Reaktion der Kinder beobachtet haben, als die Show an sich. Ja, war schön. Samstag war Familientag. Wurde ja gegrillt bei meiner Oma. Ich weiß gar nicht. Freitag haben wir gar nichts gemacht. Weil Freitag kam Frühstück erst wieder. Freitag habe ich entspannt. Wissen ist Macht. So wie jeder Tag eigentlich. Zockerreich, sozusagen. Okay, das Ritual des Nachklangs. Die Seenberaubten kreischen und finden sich in Kalthafen. Der Ernte der Seen verdaut sie, während sie murmeln und verzweifeln. Sie flüstern ihr Geheimnis mit den toten Winden des Reichs des Vergessens zu. Und jene, die wissen, wie man hört, werden sie erkennen und benutzen. Sammelt die Geräte. Eine Stahlnadel, Nachtschatten, Frostsalze, den gemahlenen Knochen eines Opfers, den gebrochenen Zahn eines Dedroth. Schreibt in den Kreis die Namen und die Symbole. Seher von Zwist, Fürst der Gewalt, Eckstein des Hauses, des Chaos. Erschafft das Werkzeug, reinigt die Nadel über einem Feuer aus Nachtschatten, kühlt sie in den Frostsalzen ab, belegt sie mit einer Verzauberung der Schärfe und einer des schwachen Schocks, bereitet den Körper vor, braut ein Gebräu aus Knochen und Zahn und behaltet es im Mund.
Schreibt die Namen und Symbole in das Fleisch der Handflächen. Öffnet das Tor. Legt die Nadeln in die Öffnung des linken Ohrs. Führt sie so langsam ein, dass sie sich kaum bewegt. Weltliche Geräusche weichen den Schreien und Geheimträumen des Sklaven in Kalthafen. Oh Gott. Klingt aber furchtbar. Puh, schwerer als erwartet. Sehen wir mal, ob es das wert war. Jetzt werdet ihr sterben, Sterbliche. Nicht jetzt. Niemals. Oh, okay. Macht mein Begleiter diese komischen Geräusche? Wenn ja, so dezent creepy. Offenbarungen erwarten mich. Ja, mein Fuß juckt. Ah. Ah, ich hasse es. Ist immer so unangenehm. Oh Gott. So. Havaks Loch. Mein Fuß juckt immer noch. Bisschen unangenehm. So, das nehme ich mit. Oh. Ja, toll. Ist so verarsche. Aber erst hinter mir herren, oder was? Glaub ihre Lügen.